Hallo, lieber Stefan, wir reden jetzt über den Film Everything, Everywhere, All at Once von den Daniels. Ja. Magst du kurz den Inhalt umreißen? Die Daniels, die sind schon mal aufgefallen mit dem Film Swiss Army Man. Das war schon eine absolut großartige Geschichte. Ja. Mhm. Aber mit dem Film hier, das ist wieder was völlig anderes. Ja, was hat der mit dir gemacht, der Film? Hat er mit dir was gemacht? Der hat mich so mitgerissen von einem Universum ins nächste. Ja. Man kommt sich ja vor wie in so einen Waschspülgang. Ja. Ja, aus diesem nicht so ganz so wunderbaren Waschsalon von dieser unglücklichen Frau, die Ehe ist nicht glücklich, das Kind ist genervt von ihr, das Geschäft läuft nicht gut und dann kommt ihr das Multiversum zu Hilfe. Ob es zu Hilfe kommt, da bin ich nicht sicher. Also die Grundsituation ist ein Münzwaschsalon von, ich glaube, Evelyn heißt sie und wird gespielt von Michelle Yu, ganz bekannte Schauspielerin. Ja. Und die ist einfach total überfordert. Ich meine, da kommen Kunden, die stören. Und vor allem das entscheidende Moment, sie muss die Steuer machen. Ja. Und da hat sie vor sich unendlich viele Belege. Und also sie ist schon mal total gestresst. Und geht dann mit ihrem Mann in die Steuerbehörde. Genau. Und trifft auf eine wahnsinnige Finanzbeamtin. Ja, wie heißt die? Jamie Lee Curtis. Genau, genau. Und, also was mir da visuell im Gedächtnis bleibt, die hat dann die ganzen Belege vor sich und die malt dann so schwarze Kringel über manche Zahlen. Mhm. Und ich glaube, die Kringel, die haben eine unendliche kreativen Einfluss auf den Rest des Filmes. Ja, der Kringel wird zum Donut. Genau. Das ist zum Bagel. Zum Bagel. Das ist dann das Bagel-Universum. Ja. Aber der Kringel ist ja das Runde, das ist ja auch schon ein Symbol fast für die Waschmaschine. Da dreht sich ja auch, ist auch rund und das Auge. Also, Entschuldigung, kleine Geschichte daneben. Manchmal, wenn ich in der Waschküche war, kam ein Nachbar und da habe ich so in die Dings geguckt, dann sagt er, hast du kein Fernsehen? Also das ist schon vom Symbol her, finde ich schon ganz verrückt. Und vor allem in so einer Waschmaschine sind ja ein paar Teile drin, sind immer die gleichen und die werden aber wild durcheinander geschüttelt. Mhm. Und das ist ja irgendwo in dem Film auch so. Es sind so ein paar Figuren, die kommen dann in Multiversen, immer wieder in ganz anderen Rollen, ganz anderen. Ja, und sie erlebt ihr Leben im Schnelldurchlauf. Was wäre gewesen, wenn sie an der und jener Wegkreuzung einen anderen Weg genommen hätte? Ja, also sie ist dann mal eine berühmte Schauspielerin. Genau, also sie genau einen Film machen sie. Ja, und also sie erlebt Köchin, ganz Köchin. Und vor allem ein ganz wichtiges Element in dem Film, Kung Fu. Immer wieder kommen herrlichste Kung Fu-Szenen. Ja. Und was ich auch toll fand, dass es gute Rollen für zwei ältere Frauen waren. Die sind beide so um die 60, die Jamie Lee Curtis und die Michelle Yu. Und die mussten nicht irgendwo in der Ecke sitzen und stricken und Likörchen trinken, sondern die waren die sind gerade drauf. Aber wir haben ja nur einen ganz speziellen Zugang zu dem Film. Wir hatten ja vorher gerade einen Film über Freud gesehen. Und daher haben wir natürlich sozusagen den Zugang übers Unterbewusste und können das auch interpretieren als ganz verrückte Bebilderung eigentlich des Gestresstseins von dieser einen Frau, also von der Evelyn und auch dann diese Autorität, die dann die Steuerbeamtin entwickelt. Und die sagt ja selber auch in dem Interview, also sie interessiert das ganze Buch nicht, sie interessiert so das Need dieser Machtfigur, dieses Machtgefühl, was sie hat und das landet voll im Herzen von der Evelyn und löst diese ganzen wahnsinnigen Geschichten auf. Also mich hat es von einem Universum ins nächste mitgerissen. Das ist, das fängt auch mit einem riesen Tempo schon an, also wo es quasi noch real ist. Und es verliert nie ein Tempo. Und du bleibst immer dabei, weil so auch dieses Auge, was dann plötzlich ins Spiel kommt. Es kommen immer die gleichen Elemente wieder und super variiert. Also der Darsteller von ihrem Mann, der war übrigens in Indiana Jones als Kinderdarsteller entdeckt worden. Wie hieß, ich weiß nicht mehr, wie die Rolle hieß. Das Große sowieso. Und der erzählt wiederum für seine Rollen, für die verschiedenen Universen, hat er richtig in Method Acting, also sich Coaches geholt. Die eine Rolle war dann nach dem Adler orientiert, die andere nach dem Eichhörnchen. Und da hat er Sprachcoaches geholt und Bewegungscoaches. Also die haben das sehr ernst genommen, aber eine richtig verrückte Sache draus gemacht. Und die beiden Daniels, also der Daniel Kwan und Daniel Scheinert, die haben ja auch schon früher Musikvideos gemacht. Die machen vor allem Musikvideos. Also die haben
irre Ideen und eine irre Umsetzung, so eine, und macht ganz viel Spaß. Das ist eine cineastische Artistik, ja. Unglaublich einfach. Und da kann man, ja, kann man begeistert sein. Ja. Da also kann man sehr begeistert sein. Ich habe auch gesehen auf YouTube, so amerikanische Kritiker, also einer, der sagt dann mehrfach, also ich kann es gar nicht glauben, dass es so einen Film gibt. Mhm. Gut, da hat er in der Filmgeschichte noch nicht genügend gesehen, aber, oder? Gibt es noch was? Nein, ich wollte auch... Hast du noch eine Münze für den nächsten Waschgang? Nein, hebe ich mir auf. Ja. Also, Pfeffi, good shot. Ja, good shot, very good shot.